Hallo und willkommen zurück zu Sonic Battle! Im letzten Part haben wir die Amy Storyline abgeschlossen mit einem Überlänge-Part. Und ja, schauen wir doch mal direkt, wer in der nächsten Storyline da ist. Haben wir nun schon einige Charaktere abgeschlossen. Und es ist die gute Cream! Cream the Rabbit mit ihren Chow Cheese. Na gut, dann schauen wir doch mal hinein. Für heute. Du bist stärker, Emma. Darauf kannst du wetten. Wie viel habe ich heute verloren? Mal sehen. Du hast heute 1000 Kalorien verbrannt. Wenn du so weitermachst, dann wirst du in 3 Tagen 2 Pfund verlieren. Trinke täglich mindestens 5 Liter Wasser und nehme ein Maximum an 700 Kalorien pro Tag ein. Also, ich habe beinahe mein Wunschgewicht erreicht. Du machst mein Leben so einfach, Emma, indem du schlauer wirst. Ich werde mir die Super-Diät-Maschine besorgen, die ich in der Werbung gesehen habe. Ich komme bald wieder. Bis bald. Dream. Bis dann, Emma. Okay. Ja. Bis bald. Amy wird stärker, nicht wahr? Ja? Wirklich? Sonic, Tails! Sonic, du bist zurück! Hey, Emerald! Hey, Cream! Ich habe in den Nachrichten gehört, dass es hier in der Nähe irgendwo einen Chaos Emerald gibt. Wir werden den Chaos Emerald suchen. Und wir wissen nicht, was Eggman als nächstes versuchen wird. Lass mir also Emerald eine Weile hier, nur um sicher zu gehen. Okay. Nein, Dad, Emma will auch kommen. Das hört sich total falsch an. Naja, vielleicht das nächste Mal. Amy steigert sich wirklich in diese Diätangelegenheit hinein. Irgendwie habe ich gerade einen Zungenbrecher. Diätangelegenheit rein, nicht wahr? Ist Abnehmen gut? Amy mag Sonic wirklich sehr gern. Sie will also Gewicht verlieren, sodass Sonic sie zurückhaben möchte. Da hatte sie eigentlich noch nie, aber so ungefähr musst du dir das vorstellen, Emma. Ich verstehe nicht. Ja, das kann ich gut verstehen. Manchmal ist man bereit, alles für die geliebte Person zu tun. Mit der Zeit wirst du verstehen. Eggman! Ich habe dich endlich gefunden, Gizuit. Sonic ist auf diese Geschichte reingefallen, die ich mir ausgedacht. Die ich mir ausdachte und jetzt gehörst du ganz mir. CL, nehmen Sie gefangen! Gefangen nehmen, gefangen nehmen! Nein! Cream, pass auf! Hey, hey, ich werde es mit dir aufnehmen! Oh, weia. Andererseits, nun habe ich meine Meinung geändert. Hier, ich habe Anti-Eel-Falle genommen und sie in Anti-Gizuit-Falle umgewandelt. Ich kann mich nicht bewegen. Emil. Wie gefällt dir das? Ach, was machst du? Beeil dich und nehme sie gefangen und bringe sie zum Game Shelter. Hör auf damit! Nein! Du Chaos Gamma, pass gut auf sie auf. Was auch immer du machst, lass sie nicht entwischen. Jawohl. Du auch, V12, 13 und 14. Jawohl. Jawohl. Diesmal nicht. Roger, Roger, Roger. Jawohl. Bop, 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 bop. Schicker Sound. Sehen wir uns doch mal hier um. Ein Haufen Zeug hat er hier. Oh, ein Roboterarm. Dann irgendwas anderes. Sieht aus wie so ein Propeller. Dann seine E-Serie.
Tja, da hat uns der gute Eggman doch eiskalt entführt. Naja, immerhin ist ML noch bei Cream. Cream ist nicht ganz alleine. Cream ist ja, wie wir schon festgestellt haben, strikt gegen das Kämpfen. Aber ich schon erstmal hier rein. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Wir müssen einen Ausweg finden. Wo sind wir? Es sieht so aus, als ob sie Roboter herstellen würden. Wie schaurig. Eindringling, Eindringling. Oh, es hat sich bewegt. Tja, oh, und jetzt wieder kämpfen. Und diesmal mit Emma, weil, ja, Cream hat noch keine so richtige Lust. Keinerlei Motivation. Was auch ein bisschen nachvollziehbar ist, würde ich fast sagen. Gut, okay, wir nehmen diesmal die Bombe mit rein. Und wenn wir dann wieder auf der, Dingens sind, in den Game Shelter oder wie sich das auch immer nur nennt. Oder Game Shelter oder ach, was weiß ich. Ihr wisst doch, ich habe keine Ahnung von Englisch. Ich mach das irgendwie. Warum kann das alles nicht so ausgesprochen werden, wie es da steht? Ist doch kacke. Oder bestimmte Richtlinien für bestimmte, Shit. Seit langem haben wir es mal wieder, blitzen sehen. Halt, stopp. So wollten wir das machen. Das hat ja bei Knuckles auch schon ziemlich gut funktioniert. Und ja. Das finde ich irgendwie kacke. Im Lateinischen kannst du auch fast alles so aussprechen, wie es da steht. Und ohne irgendwelche hier Zusätze. Sinnloses Peisch. Aha, das war ein Schuss in den Ofen, wie Team Rocket immer so schön sagen würde. Ei, der hat sich gesprengt. Das geht doch nicht. Gut, okay, wir versuchen es jetzt nochmal so zu machen. Tja, was kann ich eigentlich zu Cream jetzt dazu sagen? Ich meine, wir spielen zwar noch nicht mit Cream, aber man könnte ja trotzdem schon mal so mit erwähnen. Cream ist eigentlich so ein Mädchen im Alter von 6 Jahren. Sie ist ein bisschen kindisch, vergisst aber eigentlich niemals ihre guten Manieren, kann man sagen. Also sie achtet immer sehr darauf, das Richtige zu tun, keinerweise zu übertreiben, höflich zu sein und so weiter und so fort. Ja, sie hat eine gute Erziehung genossen. Ihre Mutter ist im Übrigen Vanilla oder so, müssen sie sich nennen. Auch ein Häschen. Ein erwachsenes Häschen. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Schade. Wieso spielst du nicht, Cream? Oh, Emma, das ist nicht spielen. Das ist kämpfen. Ich mag es nicht, wenn Leute verletzt werden. Oder wenn sie traurig sind. Traurig? Wenn dein Herz schmerzt. Herz schmerzt? Schauen wir woanders. Eigentlich wollte ich sagen, woanders hin, aber irgendwie stand das nicht so im Drehbuch. Ich kann Amy schon irgendwo verstehen. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir in den Workshop oder in das Laboratorium? Ich glaube, wir schauen in das Labor. Das macht mich neugierig. Das sieht genauso aus wie ML. Sie erlangt. Oh, es bewegt sich wieder. Und da müssen wir schon wieder mit ML ran. Das finde ich nicht so gut. Oh, aber Cream macht diesmal mit. Das ist natürlich nett. Aber Cream wird nichts dergleichen tun. Wird sich eiskalt vermöbeln lassen von den beiden Säcken. Das macht man doch nicht. Man schlägt doch keine Kinder. Und schon gar nicht, wenn sie noch minderjährig sind. Sie ist noch keine 10 Jahre alt und ihr macht die eiskalt kaputt. Das geht nicht. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Gott sei Dank. Oh ja, den kann ich verletzen. Aber nur den einen. Oh oh, bloß ich in die Bombe hineinrennen. Gut, gut. So ist es schön. Na, aber wehe, du gehst an die Cream ran. Aua, au, 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 au. Verflixt, ich hab sie verfehlt. Das geht doch nicht. Ach so, ja, ich wollte ja eigentlich mal nochmal mein ganzes Zeug ändern. Gut, okay, ich denke, das werde ich in diesem Part noch machen und anschließend erstmal den Part beenden. Ja, ich weiß, ich beende ihn diesmal früher, aber der letzte Part ging ja auch wirklich sehr lange. Und ja, dass so ein kleines bisschen ein Ausgleich entsteht. Ich weiß, mal mache ich das mehr, mal mache ich das weniger, aber so ein bisschen will ich das schön so in Einklang bringen. Ah! Oh, jetzt haben wir die gute Cream kaputt gemacht. Na gut, wir haben ja alle beide noch 2 Leben. Na,
ML. Bombe, wenn ich bitten darf. Bombe, Bombe, Bombe. Das ist ein Tails und ein Sonic, wie es scheint. Schön wieder einmal. Oh, schön. Gut, gut, gut. Die haben voll Möhre ausgenommen. Noch ein Leben. Und beide sind immun dagegen. Das ist nicht so schön. Na, ganz ruhig, Kinder. Wer geht an die Cream ran? Das kann ich nicht zulassen. Auch wenn sie bisher nur einmal gestorben ist. Man schlägt keine Kinder. Das macht man nicht. Was macht ihr nur, wenn ihr mal Kinder habt? Nennen sie etwas, das man schlägt. Kinder. Sagten auch. Nee, leider kam das nicht. Dieses Geräusch. Ich denke, ihr kennt alle Familienduell von früher. Also die etwas älteren unter euch. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Cream, du musst auch kämpfen. Oder willst du verletzt werden? Ist mir egal. Ich verstehe das nicht. Warum, Cream? Das tut doch weh. Das geht doch nicht. Du kannst dich doch nicht einfach so von den Typen so vermöbeln lassen. Das geht auch nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ah! Er explodiert! Unlogisch, unlogisch. Und schön in die Luft jagen, was das Zeug hält. Kabum! Wundervoll! Hat perfekt geklappt. Perfekt gelaufen. Ach ja, und den haben wir natürlich wieder verfehlt. Ja, fuck! Na! Also, einer wurde jetzt, ach ja, der ist sicher dagegen. Jetzt können wir wieder boomen, wollte ich eigentlich sagen. Aber nein, es wird uns unnötig schwer gemacht. Ja, komm schon, lass dich verletzen, Sonic. Ich möchte gern Sonic. Sonic ist viel cooler als ihr grauen Mäuse. Nur ey, wirklich fast wie Laborat. Ey, mach dir die Cream nicht kaputt. Cream, ich komme. Oh Mann. Können wir das arme Mädel nicht so zusammenkloppen? Das geht nicht. Hab ich euch schon mal gesagt. Hört auf mich so hier. Also alle auf einmal, das ist doch irgendwo ein bisschen unfair. Findet ihr nicht? Also ich finde das echt nicht fair. Wird nicht mit der. Auch mit der Cream. Ich kann auch nichts dafür, dass sie nicht kämpfen möchte. Dass sie pazifistisch veranlagt ist. So. Schluss. Einer weniger. Na toll. Und der tut uns gleich One-Hitten. Sich wieder an der Cream vergreifen. Nimm die Hände von der Frau. Sofort hierher, du Feigling. Genau. Weiß mal, wie es ist, gewonnen-hittet zu werden. Du Sack. Ich hab dich zugeschlagen. Los, komm, renn in die Bombe rein. Bombe, Bombe, Bombe. Perfekt. So muss es sein. So muss es laufen. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Puh, das war ziemlich schwer. Bist du okay, Cream? Ja, aber du? Oh, das ist nichts. Schau, es ist eine Emerald-Scherbe. Ling, 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 ling. Und nochmal. Ling, 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 ling. Mensch, da haben wir ja schon fast alle Chaos Emeralds abgeknüpft. 2 Emerald-Scherben erhalten. Es ist schön. Hier, Cream, behalte es. Es tut mir so leid. Warum? Du hast nichts falsch gemacht. Oh, aber ich habe nicht gekämpft. Und du bist verletzt worden. Und ich auch. Mach dir keine Sorgen. Kein Problem. Ciao, ciao. Tschüss, danke. Ich weiß, dass ich nicht recht habe, aber trotzdem. Cream, etwas blinkt dort drüben. Gehen wir. Er ist genau wie Sonic. So, und wie gesagt, wir schauen uns jetzt nochmal das hier an und siehe da. Ja, Part wurde doch noch vollständig gefüllt. So, die Run-Skills. Haben wir noch einen besseren Run? Nö, aktuell gar nicht. Dann diese. Ne, wir wollten eigentlich die Special Attacks. Zwei große Attacken. Aber Dash. Genau, die Air Attack. Ne, das wurde nicht ganz. Genau. Der Bodenschuss. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sterne können wir vergeben. Nicht gerade viel, muss ich mal so meinen. Aber die Attacken, die fetzen irgendwie alle nicht.
die R-Attacke, die gefällt mir eigentlich auch nicht. Die gefällt mir auch nicht so. Tja, was nehmen wir? Bleiben wir weiter beim Flick oder nehmen wir das hier? Eigentlich ist das Flick ganz nett, muss ich sagen. Toll, die Bomben, Maulwurfbombe. Na gut, okay, aber nur, weil wir es uns leisten können. Stopp, das hier wollte ich haben. Tja, nehmen wir entweder den Energieball oder den Rocket Freefall. Aber der ist nicht der zielsicher. Der Energieball ist definitiv zielsicherer. Hat aber keine Geschwindigkeit, dieser hier. Und ich glaube, der ist auch etwas ungenau. Aber er ist stark. Der ist besonders schnell. Können uns nicht leisten, ne? Na gut, dann nehmen wir eben den Freefall. Und als Luftattacke, den können wir uns wieder nicht leisten. Na gut, dann eben nicht. Gehen wir nach oben, die Dash Attack. Können wir uns nicht leisten bei diesem. Der Shadow Dash würde natürlich besonders toll sein. Sieht eigentlich echt gut. Aber ich denke, ich nehme Fiddle Rouge. Haben wir nämlich vielleicht noch. Ne, wir haben nichts mehr zu vergeben. Schade. Obwohl, Moment mal. Wir könnten eigentlich den hier wieder rückgängig machen. Den lassen wir so. Die Jump, die lassen wir auch so. Den haben wir nicht verteilt. Den lassen wir so, wie er ist. Moment, haben wir eine bessere Attacke bekommen? Ja, wir haben die Amy-Attacke bekommen. Die ist schneller. Ach nee, ich denke mir, dass Sonic-Attacke ist immer gut bedient. Amy-Attacke? Na gut, okay, lassen wir auch so, denke ich. Das ist auch in Ordnung. Behalten wir auch. Ja, aber... Hatte ich eigentlich auch schon mal überlegt zu ändern. Hier, für den Dash. Aber wir haben den Dash jetzt rausgenommen. Nehmen wir also mal nicht mit rein. Die Rakete. Fight-Pose. Mensch, du holst uns jeweils 3 Sterne. Das finde ich nicht in Ordnung. Das hier, oh, das kostet so viele Sterne. Anderes. Farben. Nehmen wir mal noch eine andere Farbe mit rein. Wir können es uns ja noch leisten. Hatten wir die schon mal? Ja, die Farbe 2 hatten wir schon mal. Da wurden wir rot. Nehmen wir mal Shadows Farbe. Und das war's auch schon erstmal wieder. Na gut, okay, ich würde sagen, den Part schon wieder überzogen. Ja, so kann sich das Ändern früher beenden und dann doch überziehen. Naja, egal. Ich danke euch jedenfalls wieder viermal fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Die Storyline wird relativ kurz ausfallen. Also dann tschüss und bis zum nächsten Mal.